1. Hallo und herzlich willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Heute bin ich mal im Bild, da ich wieder mal einen Kameramann habe, neuerdings. Der Timo ist wieder da. Ja, hey, hallo. Timo ist back. Ja, heute das Video geht so über die Ziegen. Ich hatte ja im vorletzten Video, bin ich der Meinung, hatte ich ein Video von den Ziegen. Kannst du mal das Stativ in Ruhe lassen? Möhren gemacht und hab die mit Botox behandelt. Das hat nicht so gut angeschlagen. Also es wurde noch schlimmer mit der Kruste bei denen an den Füßen. Da war spießig das Fell weg. Jetzt wird das so langsam wieder gut, weil ich nochmal Sepazil drauf gemacht hat. Das ist ein Mittel, das muss man mit Wasser vermischen. Das habe ich mit einer Sprühflasche großzügig an den Beinen eingesprüht und am Rücken überall. Und dann ist das circa nach 2 Tagen schon besser geworden und jetzt kommen die Haare da über wieder. Also das Fell wächst nach. Also ich würde sagen, Sepazil kann man sehr gut empfehlen, Botox auch, je nachdem. Also ich will jetzt auch weiterhin Botox nehmen, so hin und wieder mal, wenn ich die halt gegen Ausparasiten behandeln muss. Und Sepazil halt, wenn ich halt wirklich da was sehe und richtig krassen Befall. Ich vermute auch, Botox hat nicht mehr so gut angeschlagen, weil ich das öfters, die öfters damit behandelt habe und die dagegen immun geworden sind, die Erreger bzw. die Milben. Und deswegen hatte ich halt Sepazil genommen und es hat einwandfrei funktioniert. Das Sepazil stinkt auch ein bisschen, also nichts für schwache Nerven. Und am besten Handschuhe anziehen, weil man weiß nie genau, ob man darauf allergisch reagiert und ist halt einfach besser. So, chillen sich jetzt hier schön hin. Die habe ich heute mal wieder rausgelassen, hier aufs Mittelstück. Ich habe das jetzt erstmal ein paar Tage wachsen lassen, habe die Schafe jetzt in einem anderen eingezäunten Gehege oben, damit das hier eigentlich nachwachsen kann. Nur die Ziegen kann ich da oben nicht lassen, weil die mir da über den Zaun springen. Hier auch. Aber jetzt habe ich die halt mal hier rumlaufen lassen. Und ich denke mal, wenn jetzt hier beide Stücke abgefressen sind, werde ich die Ziegen und die Schafe dann auch rauslassen. Wo hat man das gesehen mit dem Milben? Am Hinterläufer, ne? Ja, am Hinterlauf, Vorderlauf, überall an den ganzen Beinen und auf dem Kopf. Das kommt jetzt so langsam wieder. Das ganze Fell ist zwar ja noch relativ kahl, aber das sah halt wirklich vor 1-2 Wochen sehr viel schlimmer aus. Hier hinten habe ich auch Zeug gehabt und ja, war halt relativ unschön. Ich werde aber wahrscheinlich doch dann die Ziegen noch ein bisschen länger drin lassen, gerade weil die Altziege jetzt bald noch junge macht, so Anfang Mai, Ende April, Anfang Mai, denke ich so. Ich denke mal, werde ich den jetzt raustun. Auch weil jetzt momentan eh noch nicht so viel Gras da ist, bevor die mir da hungrig auf der Wiese steht und ich permanent da auch so viel Heu hinschaffen muss. Weil die Kamerus ja schon wesentlich genügsamer sind als die Ziegen. Das ist die wahrscheinlich länger hier. Das werde ich aber dann noch sehen. Jo, das war das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like oder ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, wenn noch irgendwas unklar war und ihr noch ein paar Fragen habt zu der ganzen Sache mit den Milben und mit den beiden Mitteln Botox und Sepazil. Und dann wünsche ich euch auch ein schönes Wochenende und ciao, bis zum nächsten Mal.